Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier sind wir wieder bei Goodie Games News and More. Ich bin der Goodie und wir holen uns heute alle Feldhand-Bücher in der zweiten Kriegsgeschichte Einflussreiche Freunde in Battlefield 1. Es sind insgesamt in der Kriegsgeschichte nur 6 Feldhand-Bücher. Wir haben hier bereits das erste. Der Start eben gerade war direkt am Missionsstart der Mission Absturz. Nachdem dort die ersten beiden Wachen erledigt sind, war hier gleich auf der rechten Seite die Kiste. Von hier ab geht's dann runter den Hügel zu dem Lagerfeuer. Ich denke mal, das ist sehr, sehr offensichtlich da. Die Wache, die am Lagerfeuer steht, die ignorieren wir einfach und halten uns ganz rechts zu diesem kleinen Häuschen, was ihr hier schon im Bild seht. Dort befindet sich das zweite Feldhandbuch in der Mission Absturz, Kriegsgeschichte, einflussreiche Freunde. Hier laden wir mal kurz nach, statt die Tür aufzumachen. So, Tür auf. Und da ist schon Nummer 2. Die sind alle relativ leicht zu finden, finde ich. Deswegen ist es auch vom Guide her gar nicht so schwer gewesen. Ich habe jetzt natürlich hier ein paar Feinde zwischendurch aus dem Weg geräumt, damit die ganze Sache halt einfach flotter von der Bühne über die Bühne geht und ihr den Weg besser genau verfolgen könnt. Hier ist es auch sehr auffällig. Und zwar, wenn ihr nämlich an der rechten Seite das Feuer seht oder das Licht seht, hinter diesem Haus hier, dann da genau, da ist extra eine Laterne, die markiert, bitte geh hier rein und nimm ein Feldhandbuch mit. Und das machen wir auch hier aus der Kiste. Da es nicht so viel Sammelgegenstände sind, habe ich es auch komplett gelassen. Ich spule hier ein bisschen vor, damit das halt, ja, der Weg trotzdem klar ist. Aber ich denke mal, auch hier gerade dieser kleine Gang, da wird man in der Mission, glaube ich, durchgezwungen. Ich glaube, da muss man sowieso lang. Deswegen und auch hier die Alarmglocke sehr gut zu erkennen, ne, dass hier der Alarm ist, den ich hier mal kurz gerade deaktiviere. An dem müsst ihr vorbei, dann auch dem Typen hinterher, falls er gerade da ist. Und die Treppe nach oben, diesen kleinen Trampelpfad lang, dann einmal hier über den Schützengraben drüber weg und dann hier an diesem kleinen See, naja, diese große Pfütze natürlich ist kein See, dort direkt auch wieder mit Laterne sozusagen markiert, Kodex-Eintrag 4 von 5. Und damit schon der vorletzte für die komplette Kriegsgeschichte. Weil, wie gesagt, es erwarten uns hier nur 5 und im nächsten nur 1. So besser gesagt. Ich habe jetzt auch hier euch nochmal so ein bisschen die Scheinwerfer gezeigt, damit ihr genau wisst, wo wir uns hier befinden. Für diesmal müssen wir in das Gebäude mit dem Scheinwerfer rein, um das letzte Feldhandbuch mitzunehmen. Ich schalte hier einfach mal die Leute aus. Einfach nur, weil sie im Weg sind. Damit sie mir nicht in den Rücken fallen, einfach so wieder weiter geradeaus drauf zu auf das Gebäude, wo der Scheinwerfer drauf steht. Ist mehr als ein Bunker mit Scheinwerfer, aber ich denke mal, das ist sehr, sehr eindeutig, wo wir hier lang gegangen sind. Hier steht jetzt nochmal ein Typ drin, den hauen wir um und dann drehen wir uns um und nehmen das letzte Feldhandbuch aus der Mission Absturz mit. So, da haben wir auch schon den Kodex-Eintrag freigeschaltet dafür, dass wir alle Feldhandbücher mitgenommen haben. Jetzt befinden wir uns schon bei Forte Ifidile. Ich habe das extra gemacht hier an der Stelle. Ihr seht das hier wohl, sage ich mal eindeutig, wenn es das erste Mal ins Freie geht. Nachdem ihr also hier gelandet seid auf dem Ding und geht es erstmal ins Freie, kommen hier so ein paar Gegner in der Mitte, die wir kurz wegmähen. Und dann sind wir auch schon fast da bei unserem letzten Feldhandbuch für einflussreiche Freunde. So, und dann nehme ich gleich, nachdem ihr die Gegner hier beseitigt habt, gleich hier an der Seite ist es schon. Genau, da ist das eine Feldhandbuch, was es hier in der Mission Forte Ifidile gibt. Da seht ihr Kodex-Eintrag freigeschaltet. Und das war's. Ich hoffe, dieser kleine Guide hat euch geholfen und gefallen. Da vorne kommt schon das Flakgeschütz, was wir besetzen sollen. Ich sag bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.